Dann würde ich sagen, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ja, ich weiß, dass man das nicht so ausspricht, aber das machen wir trotzdem. Wir sind in Kapitel 4, Operation Cloudburst. Und ich denke, bevor wir irgendwas anderes machen, gucken wir uns erstmal die Story an, die wir hier haben. Squad 7's suppression of the enemy camp on the west bank gave us the foothold we needed. Now we'll join the army's vassal battalion in Operation Cloudburst to take back the bridge. Genau, wir haben ja letztes Mal die eine Seite von der Brücke eingenommen, sodass wir die Brücke jetzt halt flankieren können. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie da unsere Stadt zurückerobern, weil die nämlich direkt auf unsere Hauptstadt marschieren. Militia forces will take the point, crossing the bridge and attacking the eastern camp. Einfach über die Brücke rüber, das klingt ja sehr, sehr vernünftig. Captain. Crossing that bridge means breaching the enemy bridgehead. What sort of on-site backup and supplies can we expect from the army on this? The plan calls for the army to commence its operation after we've struck the bridgehead. Was ich damit sagen will, ist, wir können keine Hilfe von der Armee erwarten. Schade, ist halt so. Wait a minute. So we're just being offered up on a platter? I know how you feel. I felt that way when I was a militia foot soldier too. But sometimes being a soldier means taking on tough missions, even dangerous ones. Understood, Captain. I'm not saying you're wrong, Faldio. Breaching that bridgehead by ourselves is... it's going to be tough. Captain Verrat, may I go observe the area around the bridge? Ja, wir können halt den Masterplan jetzt. Observe it? I don't mind, but what are you... Welkin! Sergeant Melchiot, what is it? Oh, sorry to interrupt the meeting. We're finished, it's fine. Now, I assume there's a reason for your visit? Yes, Captain. Welkin, I mean, Lieutenant Gunther, the squad, they're at each other's throats. What? Please stop them, sir. I tried to, but they... Haben sich wieder alle lieb. Super. Super. I don't know. Maybe it'd be better to just let him have it out. Na, Welkin, bester Anführer. Let them have it out? You can't just ignore them. I'm not ignoring them. I think it's important that they say what they're thinking. Butting heads over differing opinions can be one way to bring people closer together. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese verschiedenen Meinungen ist, dass wer irgendwer wieder scheiße rassistisch ist und irgendwen verprügeln möchte. Well, but that may be, but I still... Look, you can't just sit here while your squad's tearing itself apart. It's not right. Now get a move on, sir. Welkin einfach so, naja, es passt schon, alles gut. Hey, I... Alicia? Sounds like he's got his hands full. It's all part of growing as a team. Bin ja mal gespannt, wer sich hier gegenseitig... lieb hat. Ja, schau mal, da sieht man schon, wer sich lieb hat. Rosi hat wieder alle lieb. Rosi auch. Rosi auch alle lieb. Lago mit seinem Arschkinn, ey. Okay, what's going on here? You really have to ask, Lieutenant. It's either her or me, pal. Who let her in anyway? You really think I'm gonna work with a dark hair? Ich dachte doch, irgendeine rassistische Scheiße. Besides, I can't stand the stink of her. Her type's got a bad reputation and everybody knows it. No Darksons allowed. You hear me? Oh yes. I've heard everything you have to say. But I'm still a human being, the same as you. Besides, no evidence exists to substantiate what you call the Darkson calamity. It's a myth. Excuse me? So what, you're calling me stupid now? Also so rassistisch wie du bist, ja, doch durchaus. Okay, boss man. We won't fight alongside no Darkson. What about that, can't you understand? Another thing we ain't doing is taking orders from some hotshot greenhorn. All right, fine. Now listen and listen good. I'll have that bridge back in Galia's hands in 48 hours. Huh? Now, if my plan fails, which I doubt, then I'll resign. And Squad 7 will be all yours, Largo.
but if my plan works, you'll take my orders and like it. Your funeral, boss man. You sure about this? Yes, I am. But wait a sec. Wilken hat sich gerade ein paar Eier wachsen lassen. Definitiv hat er das. So, dann schauen wir mal. Neue Sub-Episodes, ja. Sub-Episodes sind einfach so Episoden, die man nicht angucken muss, aber wir machen das halt trotzdem, weil wir die Story halt sehen wollen. Die sind dann so ein kleiner Teil der Geschichte, so ein bisschen so Side-Story. Aber ich meine, warum denn nicht? Na, Wilken? Wilken? Hm? What's up? What's up? You just made an insane promise, that's what's up. I'm sorry, Wilks. I shouldn't have argued. This is all my fault. It's nobody's fault, Ease. It's a war. We're all on edge here. And this mission certainly isn't helping. It's little wonder the troops are upset. Ja, aber der Hut sitzt bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen eng, Wilken. Deswegen bist du so ein bisschen drauf. Yeah. That's why pulling this operation off is the perfect way to bring the squad together. Alle miteinander, Händchen in Händchen. Patsche, patsche, alle haben sich wieder lieb, ne? Außer die Darksons, wir sind nämlich immer noch rassistisch, was? Nichts, nichts, Chef. That'd be great if it works. But how can you possibly hope to take back the bridge in just 48 hours? Well, that's the hard part. Aha. Huh? I was hoping, but there they are. Isara, Alicia, think you can do me a favor? Sure, what is it? Jetzt hat er nämlich den Masterplan. You follow me? But that's... Is that even possible? Well, Ys, think you can make it by tomorrow? Yes, I'll get to work on it now. All right. I'll trust you on this. Thanks, Alicia. Well, let's get started. Na, was hat er vor? Was hat der gute Wilken vor? Wollen mal schauen. The Crossing ersetzt über. Bin ich ja gespannt. Alright, let's hear this brilliant plan. And it's too late to back out, boss man. You got that? So let's hear it. We're going to strike the enemy encampment on the east bank. Whoa, hold it. You're asking us to die for you? One squad ain't breaching that bridgehead, buddy boy. That would be suicide. We're not taking on the bridgehead. We're taking on this, the river. We'll use the fog as cover as we cross the river, then launch a surprise attack. Oh, come on. Is this just some game to you, boyo? Swimming a couple of foot soldiers over there ain't gonna do much if we got no tanks. Don't worry, I've got that covered. Isara? I fitted the Edelweiss with water-resistant measures to allow for submersion. It will only hold for a few minutes, but it should be enough to cross. Hold on just a sec. Ships come through here. It's gotta be too deep for a tank. We're covered. Look. See that over there? What's that? Grass? I noticed them when I came down to observe the river. This stretch runs shallow. Shallow enough for a tank to drive across. Trust me on this. First, the Edelweiss will cross over and clear out any Imperial patrols on the shore. Then Lieutenant Gunther will send up a flare, signaling the rest of us to follow by boat. Right. Now let's get started. I'll see you on the other side. Das klingt ja sehr vielversprechend. Wollen wir mal sehen. You hear something? Yeah, I do. What is it? It's me. Hallo Freunde, ich bin's, der Edelscheiß. Und das ist Jackass. Erstmal beide umgefahren. Perfekt. Hat bestimmt auch keiner mitgekriegt. Sevens!
Sehr schön. Und da ist die neue Episode. Das ist unser nächster Kampf. Der Kampf um die Brücke. Wir sind jetzt auf der anderen Seite und müssen uns diese Brücke holen. Da bin ich mal echt gespannt. Let me brief you on Operation Cloudburst. We'll be working with the Vassal Defense Battalion. Genau. Die Gegner haben das Ostende der Brücke eingenommen. Wir haben ein paar Vorteile hier. Wir sind hinter ihnen und sie wissen noch nicht, dass wir da sind. Wir müssen sie stark und hart treffen, damit wir das Beste daraus machen. Wir müssen das gegnerische Camp einnehmen, was direkt an der Brücke liegt. Es kann sein, dass die Gegner uns entdecken, während die Zeit vergeht. Wenn sie das machen, werden sie Hilfe anfordern. Wir müssen das schnell machen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Es gibt noch viele gegnerische Panzer hier, aber die meisten sind ausgeschaltet und werden uns deswegen nicht angreifen. Panzer, die ausgeschaltet sind und deren Radiatoren nicht glühen, die können wir komplett ignorieren. Außerdem sieht es fast so aus, als wenn wir da einige explosive Fässer hätten, die neben den Panzern stehen. Die können wir abschießen und die Panzer explodieren lassen. Wir haben 10 Züge. Welkin darf nicht sterben. Wir dürfen unser Camp nicht verlieren. Und wir dürfen nicht alle unsere Einheiten verlieren. Wir haben 9 Einheiten. Die müssen wir erstmal einteilen. So. Aber ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Scout. Alicia kommt mit. Erstmal sowieso das Hauptsquad, ne? Alicia, Rosie, Lago. Einfach, weil wir brauchen halt die Command Points. So, ich hätte gerne einen Sniper. Da nehmen wir... Catherine hat weniger HP, ne? Hat sie bessere Fähigkeiten? Accuracy Boost, Nestmaster. Ist Nestmaster aus einer erhöhten Position? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube, wir haben hier nämlich eine. Oscar kommt mit. Herbert kommt mit. Wir brauchen auf jeden Fall den Engineer. Ich brauche mehr Scouts. Ich brauche definitiv mehr Scouts. Dann nehme ich, glaube ich, den, der gegen Trooper gut ist. Den Irokesen. Dann hätte ich gern Wüse noch, weil Wüse geiler Typ. Und... Ich glaube, weil wir hier sehr weit hinten sind, nehme ich erstmal nur Scouts mit noch. Wie wär's mit Nancy? Ich bin 4 Jahre alt wieder. Nancy, ich bin 4 Jahre alt, super. Oder wir können mal Ramona mitnehmen. Die hat Undodgeable Shot. Was auch nicht schlecht klingt. Ja, nehmen wir mal Ramona, die hatten wir noch nicht. Genau, dann würde ich sagen, deployen wir. Und versuchen es mal. Take down the bridgehead as quickly as possible. Squad 7, move out! Jawohl, das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy hin. Also mal schauen, ne? Alright, that's everyone. Ready to move out, squad? You're crazy. You know that, right? Incoming message from Squad 1 leader Faldio Lanzett on the West Bank, sir. Enemy company in motion, presumed headed east across the bridge toward our position. A full company? That's bad news for us. We'll have to move fast. We're taking that camp before the cavalry rolls in. Listen closely. Genau, jetzt gibt's Potenziale. Genau, das ist die Erklärung für das, was wir letztes Mal alle schon hatten. Das brauchen wir jetzt nicht durchlesen. Wir haben 9 Punkte, das heißt, wir können durchaus einiges machen. Ich denke, wir fangen mal mit Oscar an. Den stelle ich mal hier oben auf den Turm. Ja, da nehme ich Nestmaster. Hier hat er Bonus. Von hier sehen wir nämlich, wo die ganzen Gegner auf der Map sind. So. Ich glaube, dann gehen wir mal in Target-Modus. Genau, und hier können wir jetzt nämlich mit den Sniper-Gewehren können wir zoomen. So ein Stückchen zumindest. Ah, der ist aber in Deckung, den können wir nicht abschießen. Das ist das Encampment, was wir da einnehmen müssen, da drüben. So, der ist, glaube ich, zu weit weg. Ja, yep, der ist zu weit weg für unser aktuelles Gewehr. Die müssen wir nochmal ein bisschen leveln, dass die mal irgendwie besser auf solche Distanzen werden. Wir zoomen nochmal raus. Hoppala. Das ist, glaube ich, so ein kleines Encampment, was wir einnehmen wollen. Da ist ein Scout, der guckt uns aber nicht an. Das heißt, den können wir erstmal ignorieren. Den können wir erstmal so normal holen dann später. Genau. Können wir mal sehen, was wir für Gegner haben. Das ist da, wo wir hinwollen. Das ist ein Scout-Anführer sogar, den wir töten, wenn wir ihn in den Körper schießen. Da ist ein Panzer mit so einem Explosivfass. Ich glaube, wenn wir das Fass da zerstören würden. Da. Ich glaube, das würde ihn einfach mit umbringen. Das können wir gerne mal probieren. Ja, nee, nicht ihn. Einfach das Fass da. Stupid Imperials. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, also das hat den Panzer da fast zerstört. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber das hat halt nicht gemacht, was ich da gerne gehabt hätte. Also ich glaube, als nächste Aktion nehmen wir erstmal Rosie. Weil Rosie auch, ihr wisst ja, wie es ist.
Die holt sich jetzt erstmal das kleine Camp hier um die Ecke. Hallöchen, Kollege. Ich weiß noch nicht, ob du es wusstest, aber Rosie steht direkt hinter dir. Rosie, den Panzer kriegst du nicht, glaube ich. So, den Zug beenden wir mal. Jetzt gehen wir mit dem Scout da durch. Ich glaube, da nehmen wir einfach Alicia, weil die weiter am weitesten vorne steht. Ja, oder wir probieren mal Ramona aus. Ja, sie macht, dass das hier gut aussieht. So, Ramona, dann holen wir uns mal das Camp. Dann haben wir nicht eine Position, die ein bisschen weiter vorne ist. So, das ist erstmal unser Camp. Jetzt können wir nämlich hier auch praktisch noch mehr Leute anfordern. Genau, und ich denke, den da müssen wir auf jeden Fall töten. Das schaffst du, oder Ramona? Zwei Schüsse in den Kopf. Sie sagt ja, direkt die ersten beiden und dann einfach noch leer geschossen, einfach zu zeigen, wie viel sie noch übrig hatte. Sehr schön. Yes, Ramona, du bist nützlich, sehr schön. Dann nehmen wir mit dir nochmal eine sinnvollere Position ein. Hier. Und dass du halt in eine Richtung guckst, wo du auch helfen kannst, wenn das Sinn macht. So, ja, was wir jetzt halt auch machen wollen, ist eigentlich unsere anderen Einheiten viel weiter nach vorne kriegen. Das ist sehr, sehr weit, ja. Vor allem die Edelweiß hier rumzufahren ist wirklich, wirklich anstrengend. Deswegen werde ich das einfach nicht tun. Das ist der Trick, ich mache es einfach nicht. Der Trick ist einfach, wir lassen es bleiben. Wir ziehen noch weiter Scouts nach vorne erstmal. Alicia kommt mit. Genau, und hier kann man durch. Oh, den müssen wir auch noch töten, auf jeden Fall. Das ist ein Shock Trooper. Aber ich glaube, wenn wir den in den Hinterkopf schießen, dann war das mal ein Shock Trooper. Yep, das schafft auch Alicia so. Der stand ein bisschen im Weg. Genau, und hier steht sie gut. Hier kann sie nämlich diese ganzen Panzer, die halt irgendwie stehen, kaputt schießen. Und hier ist sie auch relativ safe, weil sie, glaube ich, nicht in der Explosion selber drin steht. So, ich denke, ich will noch ein bisschen weiter snipern. Ich glaube, den Shock Trooper, da sollten wir auf jeden Fall ausschalten, wenn es geht. Okay, Oscar, das kriegen wir hin. Hast du den im Visier von hier? Ich glaube, der ist da hinter dem Rauch, ne? Panzer, Panzer. Lancer? Ja, den kriegen wir einfach mit irgendeinem Shock Trooper dann. Da oben steht auch ein Lancer drin. Hatten die nicht auch irgendwo Sniper? Das ist ein Lancer. Wie gehe ich hier wieder raus aus dem Menü, ohne zu schießen? Ich visiere mal irgendwas an, wo es nicht so schlimm wäre, selbst wenn ich schießen würde. Den da. Na, der ist in Deckung. Nein, wenn, dann den da. Weil den kann man theoretisch töten. Welcher Knopf war denn das? X? Ja, X ist gut. Wenn ich nämlich hier so ein bisschen zur Seite bewege. Nee, man sieht da gar nichts. Ich glaube, dann knallen wir einfach den Lancer da ab, weil wir schon unseren Zug gerade verbraten wollen. Haben wenigstens eine Chance, was Gutes damit zu machen. Stupid Imperials, Oscar, ne? Du hast jetzt zweimal geschossen und ich bin immer noch nicht so ganz, ich weiß nicht. Ja, du bist in Position, wie schön. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee war, dich zu nehmen. Aber hey, es ist schön, dass wir was probiert haben, ne? Das ist ja, was zählt. So, ich denke, wir nehmen mal Lago. So leid mir das tut. Wir haben da nämlich einen halb kaputten Panzer in die Richtung. Und den werden wir jetzt einfach mit Lago einmal abschießen. Einfach, dass wir da auch durchkommen. So, Lago, ne? Wenn du das jetzt verkackst, ne, dann will ich nie wieder irgendwelche Reden von dir hören. Sehr schön. Das war sogar ein gegnerischer Anführer, der Panzer. Perfekt, dadurch haben sie einen Command Point verloren. Alright. Who are these guys? Das bin ich und die Crew. Ja, Lago. Bin mir auch nicht so ganz sicher, was du da gerade gemacht hast. Aber es war okay. Ich denke, was ich machen kann, ist mit dem Ramona einfach noch weitergehen. Und das Camp hier direkt auch noch holen. Weil jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn ein Lancer im Nahkampf mit irgendwem anders ist. Der hält zwar ein bisschen was aus, aber das hier hält er nicht aus. Und zurückschießen dürfte er auch nicht, selbst wenn er es ausgehalten hätte. Yes! Und zack, haben wir das andere Camp auch.
Und jetzt stelle ich sie so ein bisschen in eine geschützte Position, weil ich glaube, hier fahren dann durchaus ab und zu auch mal Panzer durch. Wo wir hier stehen. Ja, direkt hier neben mir steht einer. Da muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Den Panzer da wollen wir auch noch zerstören, deswegen nehme ich nochmal Alicia. Weil ich glaube, das ist einer von denen, der, ja, der ist direkt neben so einem Teil geparkt. Und ich denke, das kriegen wir ganz gut von hier. Wenn wir einfach in diese Richtung hier einfach mal schießen. Ja, der ist fast kaputt jetzt. Jetzt kann man hier auch besser durchgucken. Da haben wir ein bisschen Spotting hier. So, jetzt sehen wir die Gegner, ohne dass Alicia wirklich in der Schusslinie steht. Und den Panzer holen wir uns jetzt auch noch, bevor wir irgendwas anderes machen. Problem ist, Lago hat nicht sonderlich viel Movement. Die Edelscheiß wird es jetzt auch nicht reißen. Wir haben auch keinem unserer Shock Trooper natürlich das gute Gewehr gegeben, ne? Das war wieder clever von mir, ich weiß. Ich glaube, dann snipern wir einfach nochmal. Ja, das wollen wir sehen, Oscar. Reicht das, wenn ich auf den Radiator Sniper... Ja. So, Oscar, ne? Jetzt will ich Einsatz sehen. Sehr schön! Oscar, wir hatten ja unsere Differenzen, aber das war... Ja, das war in Ordnung. Das war durchaus in Ordnung. Wir haben zwei Panzer ausgeschaltet, bevor die Gegner überhaupt dran waren. Jetzt dürfen sie. Jetzt haben sie nämlich nur 7 Comet Points hier. Ah ja, ja, die haben auch Sniper, ne? Und Lago steht da halt einfach so, hä, was war? Kann ich gar nicht kapieren. Was ist los? Kommt ein gegnerischer Panzer, einmal ausparken. Ey, Lago, ne? Du stehst aber nicht so sonderlich gut. Oder will er auf Oscar schießen? Werden wir gleich sehen. Ich habe Ramona auf jeden Fall dahinter die Ecke gestellt, weil mir klar war, dass da doofe Dinge passieren können, wenn wir das nicht machen. Ich muss natürlich auch drauf schießen, dass sie auch... Ja, Ramona, hast du ganz toll gemacht. Eieiei. Die Mauer ist auch kaputt, wie schön. Noch geht's ihr gut, noch geht's ihr super. Ja, Lago wird gerade voll weggesniped. Ist ihm auch voll egal. Oscar, pass auf! Na Gott sei Dank steht sie da in Deckung, ey. Oh oh. Kommt der Lancer. Ich glaube, der hat Bock. Ich glaube, der hat richtig Bock. Wo will er denn hin? Was ist sein Plan? Gar nichts. Er hat gar keinen Plan. Volltrottel, ey. Der will sich einfach nur neben den Panzer stellen, scheinbar. Okay. Da kann ich mit leben. So, jetzt darf ich wieder. Genau. Also, wir haben noch zwei Panzer. Das ist so, glaube ich, unser Hauptproblem für den Moment. Wenn wir die Panzer ausschalten, dann können wir hier ziemlich gut durch. Wir müssen mal Lago mal näher rankriegen. Das wäre doch ganz cool, wenn wir den aus Reichweite der Sniper rauskriegen. So, von hier treffen wir mit Lago so gefühlt gar nichts, richtig? Ja. Also das würde den umbringen, aber machen wir uns nichts vor, ne? Ich glaube, machen wir uns da mal wirklich nichts vor. Aber wisst ihr was? Ich probiere es trotzdem. Bam! Lago, Alter! Das ist ein geiler Typ. Heute hat er Bock. Heute hat er Bock, auf jeden Fall. Also, was jetzt halt auch ganz gut funktionieren würde, ist halt einfach, ich hätte, glaube ich, auch nicht alle deployen sollen. Was jetzt nämlich wirklich ziemlich sinnvoll ist, ist einfach irgendwie nehmen, wie zum Beispiel Wüse hier. Und dem zu sagen, dass er sich verpissen soll. Einfach retreaten. Order retreat, yes. Ich sagte yes. So. Dann kann ich mir nämlich hier drüben noch wen anders anfordern. Dann können wir noch einen zweiten Lancer anfordern in unserem Command Point hier vorne. Hätte ich gerne einfach mal Walter Nash. Der ist dann nächste Runde da. So, und den Rest machen wir dann hier einfach mit dem Rest der Truppe. Ich sniper nochmal. Vielleicht treffen wir noch irgendwen, den wir auf jeden Fall ausschalten wollen. Gucken wir mal, wen wir da so sehen. Ja, der Lancer steht direkt hinter dem Panzer. Da ist der andere Panzer. Das ist ein richtiger Panzer, ne? Ich glaube, da sollten wir mal drauf schießen. Sehr schön. Da sind die Reifen kaputt. Das Ding kann auf jeden Fall nicht mehr fahren. Dann haben sie aber noch drei Panzer, ne? Kann das sein? Ja, die haben noch drei Panzer. Heieiei. Aber dem einen habe ich die Reifen zerschossen. Das ist schon mal gar nicht schlecht.
Ja, Lago würde ich jetzt sehr gerne hier außen rumkriegen. Und Ramona sollte vielleicht mal da weggehen, wo sie steht. Das ist, glaube ich, noch so der Plan. So, Lago, was machen wir mit dir? Schaffst du das hier noch um die Mauer rum zumindest? Das wäre ganz angenehm. Ja. Nein. Wie schön. Ich hätte ihn auch heilen können, ne? Aber ich dachte mal, da darf man ein bisschen. Komm, Lago, einmal kannst du noch. Du hast jetzt nicht mehr viel Movement, aber das, was du hast, das nutzen wir jetzt. Das nutzen wir jetzt, Lago, komm. Zeig mir, dass du der Anti-Tankman bist, der du immer angibst zu sein. Zeig mir einfach, wie geil du bist, Lago, okay? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Contenance jetzt. Fuck. Lago, das war nix. Das war definitiv nix. Lago hat wahrscheinlich nächste Runde einfach zerstört hier. So, Ramona muss ich da aber auch rausziehen. Die steht nicht gut. Die steht wirklich nicht gut. Du darfst Lago gern mal heilen. Du sollst Lago heilen, ja. Wie schön. Und dann bringen wir dich mal in eine strategisch sicherere Position. A.K.A. hier. Hier ist gut. Einfach mal die Straße runter gucken. So, und das war ein Schocktrooper, der hier stand, ne? Da kommen wir auch nicht durch. Ich denke, was ich haben möchte, ist Rosie noch weiter vorne, einfach weil sie selber Schocktrooper ist. Die Mauer hier kann man, glaube ich, kaputt machen. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, wie wir das machen wollen. Du kannst von hier nicht sonderlich viel ausreichen, ne? Ja, schieß mal so grob in die Richtung. Wenn er 5 Schaden hat, hat er 5 Schaden. Hi, Kerohim. Ja, Kerohim, du musst dich einfach mal auf dem Minecraft-Server melden. Marfix und Skyrider sind da gerade für dich da. Die helfen dir da. So. Ich denke, da können wir noch einmal snipern, weil wir können gerade wirklich nicht viel anderes machen. Ja. Da hat auch gerade keiner sein Hintern entblößt in unsere Richtung. Nein, 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 nein. Ich glaube, dann gehen wir ihn da einfach mal an, weil ich glaube, wir haben nicht viel anderes zu tun gerade. Ich habe gar keine Munition mehr. Das ist ja lustig. Dann heil dich einfach mal. Ja, das habe ich jetzt nicht gut gemacht, ne? Das war jetzt unclever. Den Punkt hätte ich mir für nächste Runde aufheben können. So, da sind die Imperials. Da kommt der Panzer. Oscar! Ach du Scheiße, Oscar! Dass der auf die Distanz trifft, ist aber auch lästig, ne? Rosie, pass auf. Was haben die denn heute für eine Zielgenauigkeit? Das sind so Sachen, die auf diese Distanz niemals treffen sollten. Okay, das trifft oft, ja, das stimmt. Aber der Panzer eben, das war ja lächerlich. Es gibt einen Grund, warum ich die Edelweiß nie benutze. Und das ist, weil sowas nie trifft. Schön, dass ihr unseren Sniper abgeschossen habt. Da ist übrigens unser neuer Anti-Tank. Ja, ich weiß, wie man retreatet. Alles cool. Wir müssen gerade mal kurz einen Medic holen. Ansonsten stirbt uns der eine Typ hier weg. Herr Melville. Das ist dein Einsatz. Einfach mal kurz die Medic holen hier. Keine Sorge, Lux aus League of Legends, die ist da. Die regelt das. Oscar, geht's gut. Ja, und jetzt gehen wir einfach vorwärts und machen mal ein bisschen was. Plan für diese Runde ist wirklich, den Panzer rechts auf jeden Fall zu töten, wenn es klappt. Und ich laufe jetzt gerade mal einfach gerade so weit auf den Typen dazu, wie ich kann. Dass ich dem dann noch eine verpassen kann. 14 Schüsse zum Töten. Das ist doch das Einzige, auf das du schießen kannst, ne? Ich nehme einfach meine mit. Ah, immerhin so ein bisschen was, Melville. Lancer dürfen ja nicht zurückschießen, das passt schon. Also der Plan jetzt ist, glaube ich, erst einmal Lago zu nehmen. Er darf sich nämlich einmal hier rumschleichen um den Panzer. Komm, Lago, das schaffst du jetzt, oder?
Sehr schön. All right. Man down. Everybody be careful. Enemy sighted. Versteht er nicht. Ja, Lago immer, der versteht immer nicht so ganz, was hier los ist. Jetzt nehmen wir mal Ramona, die hat noch vollen Movement. Können wir ja mal durchgehen. Dann schalten wir den Lancer da auch noch aus. Wir machen das hier ganz in Ruhe, ne? Ist ja egal, ob wir einen A-Rang kriegen. Hauptsache, wir bringen die alle um. Das ist, was wir machen wollen. Den kriegt er jetzt erstmal noch eine. Ich glaube, der hat nicht ganz mitgekriegt, was hier gerade passiert ist, wie er da einfach stand. Dann gehen wir einmal hier hinten rum. Ja, das sind die Panzer, die gar nicht an sind. Hier kann man hoch. Ja, jetzt könnt ihr aufgeben, Leute. Ich habe den High Ground. Ramona hat den High Ground. Ich glaube, auf der anderen Seite von dem Haus könnte noch ein Sniper stehen. So, mit Walter. Just try and stop me. Mit dem schleiche ich mich mal hier hinten rum. Schauen, ob ich hinter den anderen Panzer komme. Ich glaube, so viel Movement hat er gerade nicht. Ich glaube, ich schieße ihn erst einmal von vorne ab. Ach, der ist ja schon fast kaputt. Mann, bin ich blöd. Plump, der ist kaputt. Ich brauche mich da gar nicht hinterschleichen. Das Ding haben wir doch schon voll demoliert. Jetzt haben die nämlich nur noch den einen da vorne. Und weißt du was? Walter Nash, geiler Typ. Der darf gleich nochmal. Aber erst ziehe ich Rosie noch rum. Komm, Rosie, komm, Rosie. Er ist mit den Shock-Trooper immer ein bisschen ekelig, deswegen benutze ich die auch nicht so gerne. Die haben einfach keinen Movement. Guck mal, wie weit wir gekommen sind. Das ist ja nix. Ich meine, guck mal, was kann ich abschießen? Den Tank? Nein. Da viel zu weit weg. Da viel zu weit weg. Da viel zu weit weg. Nix kann sie machen. Höchstens den Typen da noch. Der so ein bisschen so tut, als wäre er gar nicht da. Achso, weil da eine unsichtbare Wand über dem Stein ist. Verstehe. Macht Sinn. Na gut, ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Ich glaube, ich nehme Ramona nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorhin zwei Sniper geschossen haben. Hier ist noch einer, ziemlich sicher. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich. Hier ist keiner mehr. Nee, hier ist echt keiner mehr. Ja, jetzt stehen wir ja super, ne? Erstmal einen Zug verschwendet. Ah ne, den zweiten habe ich ja mit Lago weggehauen, ne? Eieiei. So. Oder war es einfach zweimal der gleiche? Das kann auch sein. So, Melville. Dein Einsatz. Wir haben noch ein paar Movement Points. Geh mal hier rüber, Melville. Melville, dein Einsatz ist jetzt, diesen Shocktuber da zu killen. Das ist der Plan, den ich für dich hier habe. Du bist ja ein Trooper-Killer, ne? Erzählst du uns doch immer, dann zeig mal. Melville? Melville, ich will jetzt nichts sagen, aber das waren ziemlich erbärmliche Vorstellungen, die du hier gerade geliefert hast. Aber wir haben noch zwei Movement Points, das kannst du ja noch retten. So, Melville, wenn du ihn jetzt nicht umbringst, hast du ein Problem. Sehr schön. Wuha, dir auch. Lauf, Melville, lauf. Verstecken dich jetzt einfach hier hinten. Da, wo dich keiner sehen kann. Melville stirbt nächste Runde übrigens, ne? Das ist hoffentlich allen klar. So, gut, wenn ich Walter Nash noch rausziehen kann. Mit raus mal nicht rein. Also, wenn der jetzt richtig geiler Typ ist, dann ist der Panzer kaputt. Wollen wir mal ausprobieren? Nee, leider nicht. So. Das könnte jetzt zu Kollateralschäden führen bei uns. Wir schauen mal. Ich war ein bisschen mutig. Wilkes, I've intercepted an enemy transmission. There's nobody left at their camp to respond, now that we've cleared it out. Oh, this is bad. It's only a matter of time before they send in reinforcements now. Wir haben's doch fast.
This is Alpha Camp. A patrol unit had a misfire. Condition green. Relax. We're fine. Understood. Well, you guys keep the fires lit till it's time for our shift. Over and out. That was amazing, East. Between the squad's fast action and that fast talking, we saved ourselves some heat. Ja, ja, ich weiß, was Reinforcements sind. Da kommen dann Gegner vor, dann nämlich an ihren Camps was an. Und dann kommen da welche. Walter. Melville! Nee! Armer Melville. Solange sie nicht teabaggen gehen, alles gut. Ja, das kannst du ruhig machen. Ich glaube, das interessiert Walter nicht sonderlich. Den Melville wischen wir jetzt einfach gleich auf und dann geht das schon. Ich glaube, wichtig ist erstmal. Ah, wobei, der Scott, der macht ja überhaupt gar keinen Schaden, ne? Just try and stop me. Ja, Walter Nash ist jetzt hier wieder am Start. So, Walter, heute mal ein bisschen in schön nochmal, was wir da gerade vorhin versucht haben. Das schaffst du. Komm, von hier geht's, oder, Walter? Das schaffst du. Das schaffst du jetzt. Da wäre echt traurig, wenn nicht. Walter. Walter. I probably miss. Oh, schade, Walter. Mensch. Hätte ja klappen können. Was ein Arschloch. Just try and stop me. So, Walter. Muss ich noch... Komm, Walter. Für dich gehe ich noch näher ran. Hier. Schau mal. Walter, das packst du, oder? Walter, guck mal hier. Schön ist es. Walter. Alter. Klassischer. Alter. Walter. Was soll denn das? So, der Rosie kann Melville mal kurz aufheben gehen. Wo liegt er denn? Rosie, willst du mich verarschen? Rosie, du hast so eine große Fresse in den Cutscenes, ne? Aber jetzt Melville nicht aufheben. Wollen wir noch drauf schießen, ne? Hast du auch irgendwas gegen ihn? Sag mal, gegen wen hast du eigentlich alles? Ach, komm, Rosie, ey, leck mich doch. Was ist eigentlich verkehrt mit dir? Jetzt werden wir diese Runde nicht fertig, weil Rosie einfach ein arrogantes Stück Scheiße ist. Super geil, ne? Finde ich auch gut. So, Ramona, das ist wenigstens der Frau, der man vertrauen kann, hier. Die Frau, der man vertrauen kann. Mit ihr kommen wir wenigstens vorwärts. Vorwärts! Und eine Handgranate haben wir mit ihr, glaube ich, auch, ne? Die kann ich da auch mal richtig solide reinjieten. Ne, kann ich nicht. Egal, dann schießen wir erstmal. Das ist ein Scout, ne? Shock Trooper, Scout, Scout. Ja, dann kriegt er erstmal ein bisschen was. Ja, er hier. So ist gut. Das wird schon, das wird schon. So, dann mache ich das halt gleich mit Ramona alleine. Die sieht aus wie eine Frau, der ich vertrauen möchte. Die crouche ich jetzt hier einfach mal rein. Und dann hielt ich da zu dem Schocktrooper einfach meine Granate rüber. Ich meine, was will er denn machen? Ja. Bitteschön! Jetzt steht er. Jetzt stehe ich. Das ist ein bisschen ungeil. So, also ich heb erstmal Melville auf. Sehr schön, dass wir dafür zwei Züge gebraucht haben, ne? Stay with us. It won't be long now. Work your magic. You hear me? Melville geht's gut. We're sending units out to both sides. Act quickly and cleanly. So, Rosie, dein Einsatz, mal wieder keinen Schaden zu machen. Das schaffst du bestimmt. Geil. Das ist, was ich hier nicht sehen wollte. Perfekt, Rosie. Ich glaube, wir machen das mal so. Crouch und schießen, direkt. Ja, komm. Den kriegst du. Und wenn du den nicht kriegst, haben wir wieder ein Problem miteinander. Ah, du kannst. Ramona ist die Frau, die kann. So, jetzt mal ein bisschen mutig einfach. Ha, geht nicht, scheiße. Ich muss den Scout noch töten zuerst.
Das klingt nach einem Job für Walder. Alter. Der hat keine Munition mehr. Scheiße. Scheiße, Walder, Alter. Du hast auch keine Granaten, ne? Du hast nur Heilzeug. Kannst du Ramona wenigstens heilen? Ja, kannst du. Das ist gut. Ja, einfach mal demonstrativ dahingestellt. Einfach, weil ich es kann. Ja, Ramona macht, dass das hier gut aussieht. Pass auf, Ramona. Schießt ihm jetzt einfach in die Eier. Was will er denn machen? Sag ich doch, was will er denn machen? Perfekt. Gewonnen. Sehr schön. Man muss es nur wollen, Leute. Man muss es nur wollen. Und Rosie will's halt echt nicht. Nice work. We've occupied the enemy encampment at the bridge's end. Drawbridge control room secured, Welks. Excellent. Open it up, East. Let. Yes, sir. Ragnite turbines on. Stand by to raise drawbridge. B-Rang. Ja, ich war wieder so langsam in 4 Zügen. Ja, 3 ist auch gut machbar, wenn man nicht so rumeiert wie ich. Egal, B-Rang, Schneerang, das passt schon. Ich fand uns gut. Das geht halt besonders schnell, wenn du einfach mit deinen Scouts durchrennst. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Vor allem, wie die auch aufgeht, dass in der Mitte bloß alles ins Wasser fällt. Ich glaube, die Panzer sind Matsch hinterher. Die können die nicht mehr benutzen. Wie schön, eine neue Episode. Weaponry wurde geupdatet. Was haben wir denn bei Weaponry dazu gekriegt? Wahrscheinlich irgendwelche gegnerischen Panzer oder so, ja? Dann schauen wir doch mal. After the Storm. Schon ob Rosie jetzt immer noch am Meckern ist. Und Lago. Hey, Bossman, das kannst du doch alles nicht machen. Das ist doch die Scheiße, was du hier machst. Und Lago, Alter. It appears that Lieutenant Gunther's plan worked. An impressive start, Soldier. Komm ich jetzt im Fernsehen? Thank you, Captain. The kid's crazy. Drove a damn tank right into the stinking river. Yeah, and I can't believe it worked. I'm still in shock. All right, you two. Now hold up your side of the bargain and you listen to Welkin. Yeah, yeah. The kid might got the chops to command, but that don't mean I gotta like any dark hairs. Hey, come on! It's okay, Alicia. I'm used to it by now. But I hope. I know the day will come when Darksons can join society as equals. Hey! Hope I'm not interrupting anything. It's me again, reporting for GBS. Lieutenant Gunther, that was quite an impressive result on your first mission. War es nicht unsere zweite Mission? Unsere erste Mission war doch, die linke Seite der Brücke zu nehmen. Yes, thanks to the squad's hard work. We managed to take back the Great Vassal Bridge. Any impressions on things to come now that you've gotten your first taste of victory? Impressions? Well, let's see. Bridges are important. They link the roads that bring people what they need. I'd like to become a sort of bridge, linking my crew together. I think that's my new goal. Wie schön, wie philosophisch. Und damit haben wir Kapitel 4 dann auch gleich abgeschlossen. Schauen wir mal. Sorry, this is about all I can do. But maybe, once everybody returns, they'll see a couple of lion's paws blooming. And it'll start to feel like home again. Hey, Alicia, we're heading out soon. Okay, I'll be right there. Well, Flowers, do your stuff. Ach Mann, dass Alicia sich auch so die Hoffnung bewahren kann im Krieg, das ist irgendwie schön. Chapter 5.
The Cloden Wildwood. Neue Episode, Personal Skirmish. Wir haben einen neuen Skirmish, sehr schön. Gehen wir in die Tabs. Wir brauchen erstmal die Headquarters. Ich baue mir ein neues Zeug. Und ich glaube, was ich auch unbedingt haben möchte, ist, wir können auch mit Erfahrungspunkten auch Befehle kaufen auf dem Kriegsfriedhof. Der hat immer noch den Rückzugsbefehl. Den hätte ich sehr gerne, der wäre gerade sehr nützlich gewesen. I'm sorry. I hope. Ach, will er nicht mehr. Schön, dann kriegen wir den nicht mehr. Super, wir haben ihn verpasst. Geil. Kriegen wir ein Training. Das Problem ist halt, dass ich meine EP gerne zum Training benutze. Und dann kommt der Typ, ich hätte übrigens gern 10.000 EP für eine Order. Und dann hast du die nicht. Geiler Typ. So, ich würde sagen, Lancer erstmal auf 3. Vielleicht trifft Lago dann mal was. Sniper auch gern mal hoch. I got no use for tears. Sweat, sweat, sweat. Schade, schade, Schokolade. Dass wir jetzt keine neue Order kriegen. So, ja, das hat denen jetzt nicht so viel gebracht, außer die Stats zu erhöhen. Scouts auf 6? Fragezeichen. Scouts sind halt geil. Ich hab noch Shocktrooper auf 5 erstmal. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn ich jetzt hier noch. Hier noch. Ja, alle außer Scouts nochmal einen höher. Das passt mich. You're better than this. Push those limits. Good work, maggots. You're one level closer to human. Looks like that session beat a new potential out of the Lancer. Oh, die Lancer, das ist gut. Looks like that session beat a new potential out of the engineer. Wie schön. Okay. Neue Order. Angriffsbonus, da siehst du, das höre ich doch auch gern. Da kann man gut mitarbeiten. Da kann man erst irgendwie buffen, dass er mal ein bisschen Schaden macht und dann einfach richtig randalieren. So, R&D Facility. Da kann man vielleicht noch ein paar Sachen verbessern. Moin, Leon, hast was Neues für mich? Zeig mal. Jawohl. Das Scout-Gewehr hat ein neues Upgrade freigeschaltet und noch 10 Damage mehr. Nee, 10 Range mehr und 1 Damage mehr pro Schuss. Aber 5 Damage mehr gegen Rüstung. Ich glaube, das hilft durchaus weiter. Vor allem, weil Scouts ja auch so ein bisschen unsere Main-Truppen sind. Gerne erweitern. Das gleiche gilt bei Shop-Troopern auch. Die haben aber noch kein neues Gewehr. Schade. Als Sniper können wir upgraden. Für 2000. 5 mehr Damage, 10 mehr gegen Rüstung. 100 mehr Range. Mehr Range, ja. Dann hat es ja gerade ein bisschen gehapert auch. Was haben wir hier? Granaten geht nicht. 1 mehr Verteidigung für alle. Sehr, sehr gerne. Ein mehr Verteidigung für die Lancer, das würde ich, glaube ich, erstmal aufheben. Erstmal Edelweiß. Was haben wir denn hier? Edelweiß mehr Tanky, also insgesamt einfach mehr HP und so weiter. Japp. Anti-Armor-Shell ist deren Main-Waffe. 60 mehr Schaden gegen Leute, 200 mehr Schaden gegen... Japp. Japp, auf jeden Fall, auch wenn es sehr teuer ist. 20 mehr Körperverteidigung für sehr, sehr viel Geld, das lassen wir erstmal. Drive System, Threat Defense, Threat HP, naja, erstmal nicht. Attack Support. Ein extra Magazin für die Mörtel ist das, glaube ich. Die Mörtel finde ich geil, also nehmen wir das. Ist leider so ein Lego-Stein, den müssen wir jetzt erstmal irgendwie einbinden. Aber keine Sorge, den kriegen wir noch runter. Wir haben ja noch nicht so viele. Zack. Ein Doppelmörtel. Oder nicht, ich glaube, das ist das andere. Oder das ist für alles. Auf jeden Fall haben wir einen mehr Schuss jetzt mit der Edelweiß. Ich glaube, wir haben ganz schön viel Geld übrig gerade. Also früher oder später müssen wir eh alles kaufen, weil wir sonst nicht an die unteren Sachen rankommen. Reifenverbesserung. Ja, das kann alles auch erstmal rein. Das Problem an der Edelweißverbesserung, wenn das sowas hier ist, ist halt wirklich... Ja, dann ist die Edelweiß halt ein bisschen tankiger und alles, aber die Edelweiß wollen wir eh nicht so hart benutzen. Wie sich das hier anbietet, weil die immer zwei Movements sieht, wenn wir sie benutzen. Ja, das Steel-Upgrade brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich verbessere noch die Lancer-Verteidigung. Ich meine, die ist eigentlich relativ gut, aber noch eine Verteidigung mehr. Das kann ja nicht schaden. Und den Rest vom Geld heben wir uns jetzt einfach mal auf. So. Ach, der meint es so. Ist auch netter. Da können wir nochmal auf die Castlefront Street gehen. Vielleicht gibt es da noch eine neue Side-Story, die wir freischalten können. Hey, hey. Oh, and how about
about the new rising star of Squad 7, huh? I've heard some wild stories. You must be proud. I couldn't help but snipe him with a pop interview. Ah ja, Militia claims Vasel Bridge, das haben wir gerade gemacht. Gallia zieht aus dem Norden ab. Nö, wir können nichts Neues kaufen. Das ist ja lustig. Dann haben wir jetzt ganz schön viel Geld übrig. Ja, ich glaube, wir machen die Mission ziemlich gut. Das ist auch egal, dass wir keine A-Ränge kriegen. Weil so viel Zeug, wie wir töten, ja auch alle Panzer zerstört, kriegst du halt einfach so viel Geld. Erfahrungspunkte hätte ich gern noch mehr, wobei ich glaube, da haben wir auch für den Moment ziemlich viele. Es wirkt halt einfach bloß nicht so, weil ich die alle schon in Level-Ups verbraten habe. Aber wir haben halt auch schon viele Level-Ups. Wir hätten auch gerade neue Potenziale auf den Lancern und auf den Engineers. Da können wir mal gucken, was wir da freigeschaltet haben. Lago hat... Oh, das ist schon das zweite Potenzial auf den Lancer, ne? Tankslayer. Wenn er in der Nähe von zwei oder mehr Panzern ist, kriegt er mehr Angriff-Parameter. Ne, warte, kriegen sie mehr Angriff-Parameter? Ach so. Wenn er in der Nähe von unseren Panzern ist, aber wir haben es jetzt nur einen, aber wenn wir dann mal mehrere haben, dann reden wir darüber. Er hat das gleiche. Stand ready ist Defense receives a boost when they enter range of enemy interception fire. Das heißt, das ist praktisch das gleiche, was Rosie hat, aber es triggert immer. Also er hat immer, kriegt immer weniger Schaden, wenn er Interception Fire hat. Beziehungsweise er kriegt dann insgesamt weniger Schaden von allem, nicht nur von dem Interception Fire, was noch besser ist. Ne? Sieht auch Tankslayer. Genau, und wir haben jetzt hier noch die ersten Engineer Boosts. Panzer reparieren, erhöht die HP, die er wieder herstellt. Sehr gut, das hat sie auch. Und ich glaube, das war's. Ja, das war's erstmal. Und dann haben wir halt noch den Angriffsboost gekriegt als Order, was nicht schlecht ist. Und wir können auch mal gucken, ob es neue Rekruten gibt. Das wäre ja auch ganz interessant zu wissen. Yep, danke. Wer ist denn neu? Nosche. Country Red, Bad Bag, er mag Alicia und Homer. Wer ist Homer? Wer ist Homer? Er mag Homer. Kamera 3. Wenn er andere Scouts in der Nähe hat, dann erhöht es die Ausweichchance. Nicht schlecht. Bad Bag, wenn er sich in Deckung begibt, dann hat er weniger Verteidigung, was nicht so geil ist. Dann haben wir noch Edi. Edi kommt mit. Edi kommt mit. Da fliegt jetzt jemand. Kevin. Wiese bleibt, Wendy. Ich finde, Wendy, die sieht so aus, als wenn sie nachts bei uns das Lager in die Luft springt, deswegen muss sie leider gehen. What? It's over? Oh, that's sad. Ich weiß nicht, die sieht nicht aus, als wenn ich ihr vertrauen könnte. Edi, du kommst mit. Aisha, Aisha, also tut mir leid, wenn Wendy, du fuhr 4 Jahre alt ist, ist Aisha 2 Jahre alt. Was ist das denn? Das ist nämlich Nico Nico Nie hier, die muss auf jeden Fall mit. Country Bread, ja, hat halt mehr Genauigkeit, wenn sie im Dreck steht. Sie hat Panik, hat manchmal weniger Angriff, wenn sie gegnerisches Interception Fire abkriegt, aber sie hat Born Leader. Das macht mehr Verteidigung, wenn sie neben anderen Leuten ist. Das passt schon, Edi ist geil. Und wir haben Aisha, tut mir leid, die ist 2 Jahre alt, die muss auf jeden Fall mit. Ich muss 2-Jährige in den Krieg führen, tut mir leid, Kevin. Thanks for everything. Tut mir leid, aber ich will 2-Jährige in den Krieg führen. Hi, I'm Aisha Newman. Nice to meet you, Mr. Walken. Also bei der Stimme, das muss schon mit. Sind das diese Kindersoldaten, von denen ich so viel gehört habe? Sie hat eine Allergie auf die Wüste und dadurch verliert sie durchgehend HP. Sie hat Panik, das heißt, sie kriegt Interception ab, so wie Edi. Und sie ist einsam, das heißt, sie hat weniger Ausweichchance, wenn sie keine Freundin neben sich hat. Das heißt, sie hat nur negative Effekte und sie ist 2 Jahre alt. Das ist perfekt für unser Team. So, Und Marina ist da. Marina, tut mir leid, tut mir leid, ne, Oscar. Also du hast eben 2-mal so scheiße geschossen, Oscar. Tut mir leid. I'll miss the squad, Welkin. Feel free to call on me anytime. Tut mir echt leid. Und Marina, du bist dabei. Marina Wolfstein, at your command. Also Marina ist einfach der beste Sniper im Game und die kommt halt mit. Perfekt, ich glaube, jetzt haben wir alles, was ich haben wollte. Ich glaube, mehr Leute brauchen wir nicht. Wir haben einfach die geilsten Leute, sind alle dabei. Wir haben Marina, wir haben Herbert. Wir haben Walter, wir haben immer noch Theold, warum auch immer. Wir haben Edi, wir haben Aisha, die ist 2 Jahre alt, wir haben Wüse, wir haben Kobe, den Opa. Wir haben, Rosie, wir haben Susie, die so ein bisschen keinen Bock auf den Krieg hat. Wir haben Nancy, Dufour, ich bin 4. Wir haben, Melville in Iro. Eigentlich fehlt, wir haben Oma, Oma haben wir auch irgendwo. Wo ist Oma? Haben wir Oma nicht mitgenommen? Fehlt eine Oma. Da! Und wir haben Yoko, wir haben Oma. Wir haben praktisch das geile Squad ist jetzt vollständig. Sind alle da. Wir haben wirklich alle Leute da. Wir gucken uns gleich nochmal die Potenziale ein bisschen an von den Leuten. Und die ich jetzt gerade neu reingeholt habe.
Vielleicht ist da ja was Schönes dabei, ne? Wen haben wir denn neu? Wen haben wir denn neu? Wir haben neu Shock Trooper Aisha, 2 Jahre alt. First Aid Boost, ja, was soll's. Wir haben neue Marina. Nestmaster. Ja, das ist das gleiche, was der hat, den wir rausgeworfen haben. Die hat mehr Angriffskraft, wenn sie erhöht steht. Das ist sehr gut. Sie hat Lone Wolf. Sie hat weniger Ausweichchancen, wenn sie mit wem anders zusammensteht. Sie ist ein Sniper, das ist völlig egal. Sie hat eine Pollenallergie. Das heißt, wenn sie in der Nähe von vielen Pflanzen ist, verliert sie HP. Das kann passieren. Aber sie hat Night Vision. Das heißt, nachts hat sie erhöhte... Also wenn sie schlechte Sicht hat, hat sie erhöhte Genauigkeit statt verringerte. Und das ist auch geil. Und sie hat einfach das beste Potenzial, wenn sie Level 20 erreicht. Also wenn wir die Sniper auf 20 haben, kriegt sie als viertes Potenzial einfach einen Effekt, der durchgehend ihre Genauigkeit auf 100% erhöht. Das heißt, sie straft gar nicht mehr. Das heißt, sie schießt einfach genau dahin, wo wir hinzielen. Immer. Und das ist mega geil. Und das wollen wir bei ihr halt haben. So, und Herbert ist halt depressiv, ne? Tut mir leid. Ja, Fatalist. Ach, armer Herbert. Aber sieht das aus wie ein Squad, dass ihr einen Krieg führen würdet? Nee. Und genau deswegen haben wir die Leute dabei. Vor allem Melville. Dem geht's gut. Alle da. Die ganzen guten Leute. Perfekt. So. Sind wir wieder alle da? Ja. Hurra. Personal wurde geupdatet. Ich speichere mal. Einmal neuen Save. Kapitel 5. Perfekt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen für alle auf YouTube bei Valkyrie Chronicles. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen jetzt gerade mal, was die Leute in Minecraft so machen. So, genau. Ja, das Spiel hier zu.